Video befinden wir uns jetzt im Teil 4 der Einführung in die phänomenologische Bewegung. Dieses Video zur Freiburger Gruppe wird tatsächlich etwas kürzer als die anderen, da es diese Gruppe eben später entstanden ist und nicht so viel Wirkkraft hatte wie die Münchner und die Göttinger Schule. Auch hier gehe ich wieder in die PowerPoint zurück. Hier sehen Sie nun die Entstehung der Freiburger Gruppe ab 1916. Das Datum 1916 ist sehr relevant, denn 1916 wurde Husserl eben an die Universität in Freiburg berufen und wurde da Philosophieprofessor für in Freiburg. Von seinen Schülern aus Göttingen folgten ihm tatsächlich nur Edith Stein und Roman Ingarden. Beide waren Promotionsstudentinnen, also Edith Stein zunächst Examsstudentin und später Promotionsstudentin und Roman Ingarden eben auch Promotionsstudent von Edmund Husserl. Das heißt, Husserl fing nun jetzt wieder mit einem kleinen Schülerkreis an, zunächst mit Edith Stein und Roman Ingarden und musste sich eben dort einen neuen Schülerkreis, Schülerinnenkreis aufbauen. Eine ganz besondere Rolle spielte dann auch Martin Heidegger. Er war eine zentrale Figur dieser Freiburger Gruppe, denn die Studierenden lernten meist Husserls Phänomenologie durch Heideggers Interpretation kennen. Heidegger dozierte eben selbst auch in Freiburg und lehrte Husserls Phänomenologie, allerdings immer schon mit seiner eigenen Note. Wie schon öfters erwähnt, Martin Heidegger war dann später eben auch der Nachfolger von Husserls Professur in Freiburg. Im Gegensatz zu der Göttinger und der Münchner Gruppe war eben die Freiburger Gruppe nicht so eng miteinander verbunden. Das heißt, das Interesse, die Phänomenologie hier weiterzutreiben, war sehr groß, aber eben die Gruppendynamik war eine ganz andere und eher eine sehr schwache im Vergleich zu der Dynamik von Göttingen und München. Was wir aber hier auf jeden Fall betonen müssen oder was hier ganz relevant ist, wir befinden uns eben jetzt hier 1916 schon in Husserls transzendentaler Wende. Das heißt, die Freiburger Gruppe hat sich primär mit den Ideen 1 auseinandergesetzt, mit Husserls Auffassung zur transzendentalen Phänomenologie, zum Primat des Subjekts. Das ist deutlich zu sagen und das muss auch noch im Hinterkopf bleiben für die Auseinandersetzung später mit Gerda Walter. Dazu später mehr. Hier noch einmal etwas zu den Figuren. Gerda Walter war eben dann schon Schülerin bei Husserl 1916. Wie erwähnt, Edith Stein und Roman Ingarden Doktoranden von Edmund Husserl. Ludwig Landgrebe ebenfalls Doktorand von Husserl und auch zwischenzeitlicher Assistent von Husserl. Auch Walter hat Assistenttätigkeiten für Husserl erledigt, sowie Stein auch. Fritz Kaufmann war auch ebenfalls ein wichtiger Teil dieser Gruppe und dann später eben ein sehr später Vertreter, Emmanuel Levinas, der dann die Phänomenologie in den französischen Sprachraum gebracht hat. Der Unterschied in Freiburg war aber nun jetzt, dass die Gruppe eben nicht so eng freundschaftlich verschmolzen war wie beispielsweise die Göttinger Philosophische Gesellschaft. Es war eben eher das Interesse, hier weiter die Phänomenologie voranzutreiben im Fokus. 1918 wurde dann die Freiburger Phänomenologische Gesellschaft gegründet. Gerda Walter hat einen großen Beitrag dazu geleistet. Sie wird in verschiedener Literatur auch als Begründerin dieser Freiburger Phänomenologischen Gesellschaft gesehen. Man muss eben immer im Hinterkopf behalten, dass Gerda Walter in Freiburg ja nur Husserls Ideen 1 kennengelernt hat. Sie hat zwar die logischen Untersuchungen gelesen, aber für ihre phänomenologischen Entwicklungen und Texte waren eben die Ideen 1 relevant. Das ist ein deutlicher Unterschied zu Edith Stein beispielsweise, die ja in Göttingen noch die logischen Untersuchungen kennengelernt hat und nicht so sehr einverstanden mit Husserls transzendentaler Wende, also seinem Übergang zu Ideen 1 war.
Gut, zurück zur Freiburger Phänomenologischen Gesellschaft, gegründet 1918. Walter gilt als Gründungsmitglied und Mitbegründerin dieser Gesellschaft. Sie hat dann auch eben den Öffnungsvortrag gehalten mit dem Titel Zur Problematik von Husserls reinem Ich. Leider ist dieser Text, dieses Manuskript verschwunden, sodass wir es nicht nachvollziehen können, was der Inhalt dieses Textes war. Sie hat sich vorab stark mit Heidegger abgesprochen, ob es in Ordnung ist, eben eine Kritik an Husserl zu leisten, während der Öffnung dieser Freiburg-Phänomenologischen Gesellschaft. Heidegger fand das sehr legitim und war einverstanden damit. Genau, also wie der Titel aber schon vermuten lässt, kritisiert hier Walter Husserls Verständnis vom reinen Ich und wie sich anhand verschiedener Texte ersehen lassen, ist Walter der Auffassung, dass Husserls reines Ich, also ein Ich, das auf einen Gegenstand gerichtet ist, aber sonst nichts kann, außer zu richten, sich darauf zu richten, eben ein leeres Ich, ein Ich, das so nicht bestehen kann. Leider, wie gesagt, gibt es dieses Manuskript nicht mehr, sodass wir das nicht konkret nachlesen können. Wir können es nur rekonstruieren anhand von anderen Schriften. Walter hielt eben also den Eröffnungsvortrag. Und insgesamt hat sich die Freiburger Gruppe dann mit Husserls Ideen 1 auseinandergesetzt und mit Husserls transzendentaler Phänomenologie. Im nächsten Video wird es dann um die Phänomenologin gehen. Also wie gesehen haben, dieses Kapitel zur Freiburger Gruppe ist sehr kurz. Aber ich möchte hier noch mal einmal kurz zurückgehen. Aber es ist ganz wichtig zu sehen für das Verständnis der Phänomenologie von Walter und von Stein, wie hier die Entwicklung entstanden ist. Stein eher eine Vertreterin der Göttinger Phänomenologie sozusagen, das war ihr Schwerpunkt. Walter eine Vertreterin der Freiburger Gruppe, Freiburger Phänomenologie. Vertreterin ist vielleicht zu weit gesagt, zu viel gesagt, aber zumindest ist das das, was Walter gelernt hat von der Husserlschen Phänomenologie, nämlich sie hat die Ideen 1 kennengelernt, gelehrt bekommen von ihm selbst. Dies also nun zur Freiburger Gruppe, der Fokus hier auf den Ideen 1, transzendentale Phänomenologie, das Subjekt steht im Vordergrund, das heißt, es ist das Subjekt, das die Welt existieren lässt, das die Welt konstituiert. Wie gesagt, zu den Begrifflichkeiten gibt es dann nochmal ein erklärendes Video zu den zentralen Begriffen der Phänomenologie. Was eindeutig hier in der Freiburger Gruppe auch zu sehen ist, ist, dass selbst in der Freiburger Gruppe nicht alle Husserls transzendentaler Wende gefolgt sind, also seinem Werk Ideen 1 gefolgt sind, wie beispielsweise Edith Stein, die nur ansatzweise ihm gefolgt ist und mitgegangen ist. Und sie war ja auch Assistentin von Husserl und hat sich viele Anmerkungen zu seinem zweiten Werk Ideen 2 verfasst, die sie einfach nicht nachvollziehen konnte, weil sie eben geprägt war durch die logischen Untersuchungen. Anders eben bei Walter, die eben die Ideen 1 kennengelernt hat, die Vorlesungen zu logischen Untersuchungen von Husserl gar nicht kannte, da sie eben erst ein späteres Mitglied der phänomenologischen Bewegung war. Und das ist eben relevant zu wissen, auch für den späteren Verlauf und für das Verständnis der einzelnen phänomenologischen Ausrichtungen der Phänomenologinnen, die dann jetzt im fünften Teil dargestellt.